da, zwei da. Yo, nächstes kurzes Match. Wir springen ja noch in die letzten paar vom Best of. Nein, das ist nicht das, was ich einstellen wollte. Entschuldigung, das ist das, was ich einstellen wollte. Ja, wir haben nämlich einmal den Zerg hier in Rot. Oh Gott, jetzt wird es richtig oldschool. Mann, oh Mann. Wir haben hier Dongrigu, die Archie, die Oldschool-Legende. Und der spielt auch gegen den anderen Spieler, der aus den alten Zeiten stammt und wieder mit unterwegs ist. In dem Blau der Terran, es ist Bomber. 2:1 der Score in dem Best of 5. Bomber hat Euthermal geschlagen, Dongrigu hat Creator geschlagen. Und DRG mit Edge First hier mit der Führung, mit dem Matchball in dem Best of 5. Aber Bomber schlägt zurück. Ding ist also noch nicht ganz durch. Jo, das ist so. Wann sind die das letzte Mal aufeinander getroffen? Kann ich das nachverfolgen? Das muss schon lange her sein. Und da fliegen die Overlords in Position. Mal kurz gucken. Dongrigu, genau. Die Archie. In seiner Match History. Gegen Terraner. Der koreanischen Variante. IEM Katowice Qualifier. Und dann. Okay, hat Bomber tatsächlich letztes Jahr im Januar schon gespielt. Oder war das im März? Nein, das ist März. Letztes Jahr im März hat er gegen Bomber gespielt. Der Dongrigu. Und im Januar auch. Und zuvor 2014 im September. Auf den Battlegrounds Washington. Also sie hatten noch mal ein paar Matches dazwischen. Aber ansonsten liegen da 5, 6 Jahre. Ich weiß gar nicht, wann deren OG-Zeit. Genau. Dongrigu in 2011 in der GSL. Da haben wir auf Bombe getroffen. In MLG Rally August 2011. Dongrigu gegen Bomber in einem Best of 3. Hat Bomber 2-0 gewonnen damals. Die haben schon eine bewegte Historie. Und ja, sind jetzt wieder am Start. Reaper Action gegen den Zerg mit seinen paar Lingen und dem Speed Upgrade. Special hat sich 3-0 qualifiziert gegen Rail. Das heißt, es bleibt noch Impact vs. Dynamite und Dream vs. Innovation und hier Bomber gegen DRG, wo wir gerade dran sind. So, Fiends gehen auf den Reaper. Dritte Basis hat er eben begonnen, das weiß Bomber auch. Und der baut ein Tech Lab an seine Barracks. Ich sehe Bomber jetzt eigentlich nur Bio spielen, dafür kennt man ihn mitunter auch. Stellenweise sehr viele Marines. Bomber war jemand, der eine Zeit lang einfach Marine Only gespielt hat. Marines mit Medivacs, Marauder braucht kein Mensch und auch sonst Marines reichen, um den Gegner zu killen. Bomber ja ehemals Star-Tail Bomber. Gott, das ist so lange her. Da kommen so viele Erinnerungen gerade hoch. Das ist schön. Oh. Und Dongrigu war damals bei MVP. Über viele Jahre. Ah ja, das waren noch Zeiten. Die GSL noch von GOM-TV gemanagt wurde. Auch ganz in den Anfangszeiten, da ist die GSL noch jeden Monat stattgefunden hat, also war schon eine wilde Zeit damals. So, wir sind jetzt hier Hellions unterstützende Reaper. Ist natürlich alles inzwischen angepasst, wir kriegen hier kein 2011er Metagame. Cool wäre es schon mal, die Spieler mal wieder auf ein altes Metagame zurückzuschicken, auf eine alte Patch-Version, was dabei rauskommen würde. Wäre mal ein interessantes Experiment. Ja, Queen aber Defense ist gut, DRG verliert da jetzt hier vielleicht einen Overlord, weil das Viking kümmert sich darum. Ja, das ist ein ziemlich safer Kissen Transfuse da. Nein, es ist kein Transfuse da auf den Queens. Das heißt, der Overlord geht down und dabei ist noch ein weiterer, den man angehen kann. Währenddessen wollen sich die Hellions nochmal ranschleichen in die dritte Basis, aber die Queens defenden hier. Dafür stirbt aber der nächste Overlord, weil die Queens hier wieder nicht rechtzeitig da. Die versuchen es da ranzukommen. Transfuse Energie ist da. Der Overlord kann gesaved werden, wird auch gesaved. Transfuse ist drauf. Overlord überlebt das. Viking wird vertrieben. Und hier kommt die dritte Basis für den Terran, da kommt Stim, wie gesagt, da Bioplan, nochmal Reaktor wird gebaut. Dann wird man auch recht bald die ersten beiden Medivacs haben. Und hier der Creepsplit ist schon ziemlich fleißig von DRG, es sind bisher keine Creeptumore gestorben, jetzt vielleicht der erste.
Ja, der erste wird gesniped. Die Queens aber zu dritt hier vorne unterwegs. Insgesamt bereits 6 Queens auf dem Feld. Es wird 1-1 erforscht für Linge und Baninge. Das heißt, Link Baning Hydra oder Link Baning Muta kriegen wir hier. Und Don Regu. Der Bomber gibt es einfach Marines. Ein paar Panzer auch noch mit dazu. Combat Shield plus 1 Attack. Leertech läuft. Und beim Tyranner kommt das nächste OC. OC Nummer 3. Also wir kriegen hier die Makro-Geschichte ans Laufen. Mehr Hellions werden damit rausgeschickt. Tyranner wird sich sehr wahrscheinlich die Base hier schnappen. Kann dann eben auch hier noch Panzer hinstellen, um da ein bisschen was abzuschirmen mit seiner Panzer-Range. Aber an sich will natürlich der Terran eher pushen und den Zerg belagern. Ja, man sieht wirklich, der Creepset ist fleißig am Wachsen hier auf Simulacrum. Da ist schon einiges da. Halt auch mit 6 Queens geht da einiges voran. Leertech ist jetzt durch und wir sehen Baning Speed und ein Spire. Es gibt Link Baning Mutter. Das hat schon ein bisschen was Oldschooliges. Link Baning Mutter gegen die Bio. Das gab es damals schon. Das gibt es heute noch. Und wir haben hier noch und mehr und mehr Creep. Das ist krass, wie der Creep hier zunimmt. Also auf der Fläche wächst das wirklich rapide schnell. Aber es ist ein Drop unterwegs mit Combat Shield, Stim und gleich plus 1 Attack. Also die Combo und Upgrades ist da. Aber auch in der Mainbase ist Creep da. Das heißt, die Linge kommen recht schnell mit dazu, können hier eingreifen. Linge haben noch kein 1-1. Weiter ohne Upgrades, bei Linge kommen dazu geeiert. Und das reicht, um den Drop erstmal soweit zu defenden. Nur ein paar Link-Trades wurden da gemacht. Und momentan der Trade ist nahezu ausgeglichen. Bei DRG hier Mining natürlich stark unterwegs ist. Sich das also leisten, ein bisschen mehr Ressourcen wegzugeben. Zwei Upgrades auch direkt. Und also die Upgrades von Don Regu sind wahnsinnig krass. Jetzt schon direkt das 2-2 mit unterwegs. Und der Terraner arbeitet gerade mal erst an 1-1. Also das kann gefährlich werden für Bomber. Wenn er dann den Upgrades zu weit zurückfällt. Und er musste auch erstmal sich durch eine ganze Wand an Creep hier durchkämpfen. Macht die Sache auch nicht einfacher. Ja, das Tier in Link knabbert nochmal am Panzer rum. Dritte Basis für den Terraner allerdings läuft mit den Mules. Da wird Minerals gepumpt, da müssen Marines gepumpt werden. 9 auf einmal, da kommen auch noch weitere Reaktoren online. Mehr Marines. Ja, das ist Bomber. Hier Marine Tank ist am Laufen. Weiter geht's nach vorne, der Creep wird durchgekehrt. Und auf der anderen Seite auch noch Creep, Creep, Creep. Aber da wurden jetzt gerade sehr viele Creep Tumor eliminiert. 13 Stück. Ansonsten ist noch nicht so viel gestorben. Bomber versucht einfach jetzt hier diesen Creep zurückzutreiben. Er möchte nicht zu tief on Creep pushen. Dann einfach warten, bis der hier wieder verschwindet. Und hier drüben ist jetzt nochmal die Mutas unterwegs. Bayer ist inzwischen fertig. Mutas sind draußen, 9 Stück. Gegen den Marines können sie nicht wirklich fighten, aber sie können versuchen, den Terraner zu arresten, der noch keine Missile Turrets hat. Das werden wir hier gebaut. Ach Gott, es kommen 13 Marines gerade auf einmal vom Bomber. Also wirklich, Marine-Produktion läuft. Und läuft gut. Läuft fleißig. Die Mutas müssen da wirklich aufpassen, die Marines. Haben aber erst plus 1 Attack, gleich 1-1. Aber wie gesagt, beim Zerg kommt es halt sein, jetzt geht's los. Weiter tiefer auf Creep geht's. Da kommen gerade ein paar Baninge, die werden aber gecancelt, ein Stück davon. Hier oben ein Hellion sieht die neue Basis oben. Aber das ist noch keine große Gefahr. Die paar Dinge kümmern sich entspannt darum. Und in der Mitte soll jetzt der Fight losgehen. Die Archie, Gott, der hat so viele Baninge mit dabei. Ja, er geht jetzt hier auf das Viking. Der umläuft die Terran Army. Die Terran Army kommt jetzt hier nach Hause zurück. Aber die Zerg Army ist bereits an der dritten. Gott, es sind halt so viele Baninge. Es sind so viele Baninge. Ein paar Linge gehen rein in die dritte. Nein, die Baninge wollen woanders hin. Panzer schießt aber ziemlich gut in die Banes rein. Aber die dritte hat einfach komplett gesprengt. SCVs 14 in kurzer Zeit down. Es sind immer noch Baninge mit am Start. Die Marines geben ihr Bestes, um das irgendwie zu defenden. Der Zerg verliert doch einiges mit dabei. Das Command wird gefokust. Command sind down. Es kommen noch so viele Dinge nach. Die Archie hier mit wahnsinnig vielen Dingen, wahnsinnig vielen Baningen. Macht den Damage, haut jetzt aber ab, hat natürlich dabei sehr viel Army Supply verloren. Das hat einen Mordsknick gemacht und Bomber hingegen, sein Army Supply steht noch und das muss er jetzt nutzen. Hat sich der Trade gelohnt hier? Hat DRG zu viel geopfert für diese dritte Basis? Denn er muss seine eigene vierte Basis gerade evakuieren. Die Queen injectet doch mal für ja, die gute Statistik, aber die Queen ist auf jeden Fall down. Der Terraner pusht nach vorne. Es ist so viel Bio hier am Start. Es sind 70 Marines gegen 30 Banes und 50 Linge. Und es sind noch 8 Mutas mit drin. Die Mutas sind kaum nennenswert in der ganzen Geschichte. Es ist hauptsächlich ein Link-Baning versus Marine-Fight mit den Panzern als Unterstützung. Die Panzer kann ich auch die Banes gut rausnehmen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's hier nach vorne. Und es ist der Terraner fast schon in der Netzwerk drin. Die Baninge kullern da rein. Die Linge rennen mit rein. Es ist ein chaotisches Engagement. Da wird ordentlich durchgeräumt. Beide droppen im Supply. Paar Mutas fighten oben gegen die Marines. Aber es sind noch Baning übrig. Und das gewinnt Bomber hier nicht. Seine Army wird gecrushed. Und so schnell ist das Ding auch durch. Auf Punkt 10 Minuten ist das Ding vorbei. Und Don Regu qualifiziert sich für morgen mit einem 3-1. Ja, die beiden. Da war auf jeden Fall. Also Don Regu hat Linge hergeworfen, wie ein Irrer. Krasse Sache. Und so schnell dann auch schon qualifiziert.